Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Build-Folge hier bei meinem Seaside-Haus. Ich freue mich drauf, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir nun hier weiterbauen werden. Ich hatte es in meinem letzten Let's Build ja schon erwähnt, wir machen so eine kleine Weltreise. Einmal durch die ganzen Nachbarschaften von Die Sims 4. Dieses Mal sind wir wieder in Brindleton Bay, der Nachbarschaft aus, ja, Die Sims 4 Hunde und Katzen. Und ich freue mich drauf, dass wir jetzt hier weiterarbeiten können, denn wie gesagt, das ist ja meine Lieblingsnachbarschaft sozusagen. Und ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir auch wieder hierfür ein Haus bauen können. Ich bin auch so ein bisschen an den Kleinigkeiten verändern von der Außengestaltung des Hauses. Wir haben ja mit Die Sims 4 Strangerville einen neuen Kamin bekommen und den finde ich ganz besonders schön, denn ja, er passt mal wirklich vernünftig auf solches, auf ein Kästchen, wie man ihr so ein bisschen gerade sehen kann, und sieht dabei auch noch sehr, sehr schön aus. Und deswegen feiere ich diesen neuen Kamin so sehr. Deswegen muss er natürlich auch unbedingt hier bei dem Haus mit dabei sein. Und er passt eben auch sehr gut dazu. Deswegen ist das eines meiner, ja, schon Highlights der neuen Erweiterung von Strangerville, wenn es um den Baumodus geht, dass wir eben jetzt hier einen neuen Kamin haben. In der letzten Folge haben wir ja das Grundgerüst des Hauses soweit fertiggestellt und in dieser Folge soll es darum gehen, dass wir zum einen, wie man jetzt schon leicht erkennen kann, so ein bisschen anfängt, den Garten zu gestalten. Ich hatte auf Twitter habe ich ein Bild gesehen, wo jemand auch bei seinem Haus ja so einen kleinen Wall gebaut hat und den mit Blumen bestückt hat und ein paar Bäume drum gesetzt hat. Und das fand ich auch ganz cool. Und da wir ja bei diesem Haus nicht ganz so stark mit dem Terrain-Tool arbeiten, da ich ja immer noch, ja wie gesagt, so ein bisschen die Probleme damit habe mit dem Terrain-Tool, wollte ich das bei diesem Haus tatsächlich auch gar nicht so stark anwenden. Zumal es wahrscheinlich auch gar nicht so passen würde, wenn wir jetzt hier sehr, sehr stark mit dem Terrain-Tool arbeiten, hohe Berge machen oder so. Deswegen wollen wir nur hier so ein paar kleine Akzente setzen, indem wir jetzt zum Beispiel hier so einen kleinen Wall aufschütten, wo dann die Sims ja so ein bisschen Anpflanzungen gemacht haben. Und genau, das setze ich jetzt eben um. Passen natürlich dazu auch die Bäume im Stil der Umgebung. Na, wir sehen da ja, wir haben die neue Birke aus Die Sims für Hunde und Katzen mitverwendet. Den Tannenbaum sehen wir auch irgendwo so ein bisschen im Hintergrund. Und ja, deswegen passt das eben auch so ein bisschen so leicht angepasst auf die ganze Situation im und um das Haus herum. So, genau. Die Bepflanzungen werden so ein bisschen auch im Blau-Weiß gehalten. So ein bisschen so leicht pinklich noch mit dabei, aber alles so diesem leichten, gleichen Farbschema. Und es sind tatsächlich auch wirklich hier bei Blumen verwendet worden, die ich privat auch sehr, sehr toll finde. Das sind allen voran die Hortensien. Also sie gehören mit zu meinen Lieblingsblumen, wenn wir die mal im Garten irgendwo pflanzen. Ich finde die ganz, ganz klasse und vor allem das Tolle ist eben auch, hier gibt es sie im Blau. Die finde ich ja besonders toll, nur bei uns privat zu Hause, die wollen nicht so, wie wir wollen. Das ist immer ein leichter Kampf mit der Farbe, denn allen voran blaue Hortensien brauchen ja ganz besonderen Boden, besondere Nährstoffe. Das ist eben ja nicht immer ganz so einfach, das Zeug so hinzubekommen, den Boden, dass es tatsächlich auch blau bleibt. Und das funktioniert bei Die Sims 4 natürlich ein bisschen anders. Da wird einmal eine blaue Pflanze platziert und dann bleibt sie eben auch blau. Das ist das Tolle dabei. Interessanterweise, jetzt kommt ein bisschen dieses Bio-Unterrichtszeug dran, ich habe mich mal gefragt, warum es keine blauen Rosen gibt oder warum die so schwer zu züchten sind. Und ich habe dann gelesen, tatsächlich ist es für die Natur, von Natur aus, relativ schwer, blauen Farbstoff herzustellen. Und wenn man sich tatsächlich mal im Gartencenter umschaut, gibt es im Vergleich relativ wenige blaue Pflanzen. Es gibt zwar immer so ein bisschen diese lila Variante, so ein bisschen pink, violett, also wo immer so ein bisschen leichter Rotanteil mit drin ist. Das hat man ja schon, aber so ein richtiges reines Blau gibt es sehr, sehr selten. Ich meine, welche gibt es da? Wir haben Enzian, wir haben die Kornblume, aber es sind also zumindest von meiner Seite auch schon die Pflanzen, die ich wirklich in richtig Blau kenne.
Und ja, bis auf Hortensie eben auch, genau. Und das fand ich eben tatsächlich damals ganz interessant. Das ist schon ewig her, dass ich mal das rausgesucht habe. Aber ja, die Natur kann blauen Farbstoff nicht so einfach herstellen wie Gelb, Rot und die anderen Farbstoffe. Das fand ich mal ganz interessant. Nur so ein bisschen so am Rande, kleine Lektionsstunde, Biostunde hier vom Bene. aber ja, das ist nur so, immer so nebenher. Ja, aber es wird auf jeden Fall alles so ein bisschen hier im Gartenbereich, zumindest bei diesem hier Teil, so ein bisschen maritimer gehalten. Wir haben eben, wie gesagt, diese blau-weißen Farben. Jetzt noch ein bisschen diesen Schilf dort mit, diesen Wedel. Das sind keine Palmwedel, aber ne, diese Schilfwedel-Dinger da mit rein platziert. Und ja, das passt also sehr gut so ein bisschen zu der Umgebung und fand ich ganz nett und schön. Jetzt wird noch so ein bisschen der Weg bereitet, wo die Sims immer so ein bisschen herlaufen. Passend eben auch zu der Aufschüttung ja, von dem kleinen Berg. Wir haben da ja so die leicht ähnlichen Farbtonen mit der Erhöhung. Die sind diesen, ich weiß nicht, so Schlammes, Erde, irgendwie sowas, genau. So, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein bisschen Deko im Garten. Und da haben wir ganz coole Sachen aus, jetzt muss ich überlegen, romantische Garten und natürlich auch Gartenspaß, Accessoires. Und die werden ein bisschen kitschiger sein. Ich habe mir gedacht, wir haben ja auch Kinder mit im Haus und dann können auch mal diese quietschebunten Sachen ausgepackt werden. Privat würde ich sie wahrscheinlich nicht in den Garten stellen, aber ich dachte mir, hier passt es doch ganz gut. Ne, wir können da auf jeden Fall das Häuschen dort mitsetzen. Wir haben auch diese tollen Schmetterlinge, die ich, ja, wie soll ich sagen, die sind kitschig, aber ich finde sie ganz süß. So ein bisschen bunt, haben wahrscheinlich die Kinder ausgesucht, deswegen ist es zu verzeihen, dass die Sachen dort stehen. Und so ein bisschen romantisch können wir natürlich auch sein, indem wir diesen Blumentopf dort platzieren, der so leicht schon, ja, Moos angesetzt hat. Das hat einfach so ein bisschen diesen Charakter, dass es eben schon etwas älter ist und etwas länger dasteht. Und ja, das finde ich persönlich ganz cool und passt dazu, zum bisschen zu diesem ganzen Flair und der Umgebung. Das soll es aber noch nicht gewesen sein an Pflanzen. Ihr kennt mich, es kann an Pflanzen auch nie genug geben, genauso wie bei Schnickschnack. Deswegen wird noch ein bisschen nachgearbeitet. Wir werden hier noch ein bisschen Lavendel mit platzieren. Hat hier auch so diesen Blauton, ne? Ja, so, ich weiß gar nicht, Fliederton. Nee, Flieder ist es auch nicht, Flieder ist ein anderes Lavendelton. So, so leicht blau-violett. Und ja, das macht das Ganze noch ein bisschen voller. Ich finde, es passt zusammen auf jeden Fall. Und ergänzt sich sehr gut. Auch mit romantischer Garten kam diese Distel. Und die finde ich persönlich auch sehr cool. Ich habe die anfangs gar nicht so beachtet und gar nicht so oft genommen, weil ich sie nicht so toll fand. Mittlerweile mag ich sie doch relativ gerne. Sie geben so wirklich so einen schönen Farbtupfer, weil sie relativ interessante Farbvariationen haben, aber auch relativ, ja, grell sind. Und das sticht sie auf jeden Fall heraus. So ein bisschen zum Abheben auch noch die Sonnenblumen. Ich hatte tatsächlich, als ich die platziert habe, überlegt, hey, die gab es doch auch in Rot, oder nicht? So rot und die innen schwarz, bis mir da eingefallen ist, nee, das war mit Die Sims 2. Ich glaube, die kam, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es kam mit diesem Villen, dieses Villen-Stuff-Pack, wo man dann so eine große Villa bauen konnte, Villen- und Garten-Accessoires oder irgendwie sowas in der Art. Da gab es, glaube ich, auch dunkelrote Sonnenblumen. Das war so ein bisschen so ein Déjà-vu, dass man dachte, hey, das gab's doch und dann, ach, nee, doch nicht. Das war doch in einer anderen Variante, in anderen Edition. Ja, aber hier sehen wir schon, sind wir im Eingangsbereich. Also das war noch nicht alles vom Garten, keine Sorge, da kommt noch auf jeden Fall noch mehr. Sondern mal so ein bisschen so ein kleiner Abstecher da rein. Bevor wir uns jetzt eben an die Inneneinrichtung begeben. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, ja, der Flur, der ist einrichtungstechnisch relativ blöd gemacht.
Also man sieht hier, er ist relativ lang, er ist nur 2 Kästchen breit und das alles zusammen ergibt eine Kombination, die natürlich nicht ganz so toll ist einzurichten, muss ich gestehen. Aber ich liebe ja Herausforderungen und deswegen muss man sehen, dass man auch diesen Platz hier irgendwie eingerichtet bekommt. Ich bin gespannt, wie es euch nachher gefällt und ob ihr sagt, das passt zusammen und ist gut so. Ich wollte es so ein bisschen ja, alternativer einrichten, beziehungsweise so ein bisschen in diese Richtung, ja, bunt, Bohemien, Natur belassen. Ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann, ob es sowas gibt, aber so war es zumindest mein Kopf, also in meinem Kopf war das zumindest so drin. Da ist ja manchmal so einiges drin im Kopf, muss nicht unbedingt alles immer Sinn ergeben, was da drin ist, aber ja, man kann ja immer mal was, ausprobieren. Und genau, deswegen gibt es so ein paar Elemente, die ich einfach verwenden wollte. Den Tisch haben wir schon gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Pack der aktuell war. Ich glaube, aus dem Heimkino-Pack kam der. Oder kam der, ich glaube, das war der aus dem Heimkino. Die Stühle, die ihr dort seht, in Natur momentan, die kommen nachher auch draußen noch. Die sind aus Großstadtleben. Und jetzt bin ich hier wieder was am Zusammenbasteln, wie ihr es ja schon auch von mir kennt. Denn dort vorne kommt eben neben dem Palmwedel so eine kleine ja, Pflanzenecke hin, dass wir dort eben so ein bisschen grün platzieren und dadurch das Ganze ein bisschen heimischer, belebter und ja, einfach grüner machen. Auch immer wieder die Möglichkeit, das Ganze zusammenzubasteln, wenn man eben nicht das hat, was man gerne möchte, mit den Vasen aus dem Deko-Bereich. So, und nun kommen wir zu der Wand, einmal vor der Tür und auch bei der Treppe. Und ja, ihr werdet jetzt so ein bisschen im Verlauf sehen, ich habe mich da auch wieder ein bisschen schwer getan, da was Vernünftiges zusammenzustellen und dort was Vernünftiges hinzubekommen. Deswegen bin ich immer noch offen für Vorschläge, beziehungsweise eben, ja, wie es euch überhaupt gefällt. Auch da ist natürlich wieder platzmäßig nicht ganz so viel vorhanden, deswegen muss man immer ein bisschen gucken, dass man was platziert, dass die Sims halt trotzdem noch vorbeilaufen können und das trotzdem irgendwie spielbar ist und gut aussieht. Ja, aber diese Hundeleine würde ich auf jeden Fall haben und die wird auch noch bleiben, dieses kleine Regalbrett, so, genau. Aber ich war halt ein bisschen überlegen, es sah ja einfach ein bisschen langweilig aus. Auch mit der Tapete. Es war nicht so toll. Ich wollte es dann so gestalten, dass man hier sagt, okay, man hat die Bilder, diese kleinen Bilder, und die stehen sozusagen auf diesem Regal drauf. Das sind sozusagen diese so Standbilder, was ich ja auch schon öfters gesehen habe. Das machen ja auch ganz viele von euch. Das findet ja auch der eine oder andere ganz schön. Ja. Aber ich war eben, wie gesagt, nicht ganz so hundertprozentig zufrieden, muss ich gestehen, bei den Sachen. Und dann ist es dann dabei geblieben, dass ich tatsächlich die Bilder einzeln dort platzieren werde und ja, die einzeln dort hängen werden. Und wie man sieht, ich war halt nicht zufrieden mit der Wandtapete, weil ich fand sie einfach doch ein bisschen zu langweilig, also zu langweilig, so kann man sagen. Und deswegen musste da was Neues her, deswegen bin ich ein bisschen am Suchen, was es denn für neue Tapeten gibt, für neue Möglichkeiten, die das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen belebter machen. Ja, und am Ende habe ich mich dann wieder für einen der Klassiker entschieden, dass wir hier die Tapete in Gelb haben werden mit dem Holzsockel, genau so. Durch das Karo-Muster und die verschiedenen Gelbtöne wirkt das dann Ganze wieder noch ein bisschen wärmer. Es ist nicht ganz so kühl, wie es vorher war und ja, es wirkt ein bisschen belebter, finde ich jetzt. Genau, deswegen fand ich dann die Variante, fand ich die ganz cool dazu.
So, dann geht es auch weiter, dass wir den kleinen Beistelltisch einrichten oder besser was draufstellen. Ich finde die Ente nach wie vor, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, die Ente finde ich nach wie vor immer noch so mega cool, weil es ein richtiges, schönes, kitschiges Objekt ist, was wahrscheinlich keiner von euch zu Hause stehen haben möchte. Aber hier bei den Sims, da müsst ihr durch, außer ihr packt es dann selber irgendwann mal weg. Ich finde die so mega und feiere die total. Ich weiß nicht warum, aber dieses Kitschige ist manchmal doch gar nicht mal so verkehrt. Genau, und nun geht es natürlich noch weiter. Eine Garderobe darf natürlich auch nicht fehlen. Die sollte irgendwo immer mal vorhanden sein. Und vor allem, da wir eben auch ein bisschen Kinder hier mit dabei haben. Und da muss erstmal der richtige Platz für gefunden werden. Und dann wird man eben eine Tür einfach umgesetzt. Und dann haben wir dort eben auch einen schönen Platz für die Garderobe aus dem Waschtag-Accessoires. Die blaue Variante finde ich auch besonders schön. Hebt sich jetzt natürlich von dem ganzen Bereich hier ein bisschen ab. Wir sind ja sonst eher in diesem schlichten Holzton oder ein bisschen bunter, aber so ein richtiges dunkles Blau hatten wir eben nicht. Und deswegen ist das aber auch ganz gut, denn damals, als ich das Praktikum beim Architekten gemacht habe, wurde mir gesagt, man soll eine gute Balance finden zwischen warmen Farbtönen und kalten Farbtönen. Also man sollte sich für eine Farbe im Raum entscheiden, entweder warm oder kalt. Ne? Also entweder hier ist es jetzt eher die warme Farbe, dass wir das Gelb haben, so ein bisschen das warme Holz, den warmen Holzton. Und wir müssen da jetzt einfach auch so ein bisschen, damit es nicht zu warm ist in dem Sinne, ein bisschen Kühle mit reinbringen. Und das können wir eben sehr gut mit blauen Accessoires machen oder eben auch blauen Möbel. Und da passt es eben auch, dass wir jetzt hier zum Beispiel eben ja diese blaue Garderobe mit da reinpacken. Oder eben auch zum Beispiel ja, Pflanzen. Die grünen Pflanzen würden da schon auch ein bisschen mit reinzählen. Blaues Bild würde auch funktionieren. Also man sollte immer so ein bisschen diese Balance finden. Eine vorherrschende Farbrichtung und dann eben mit Accessoires das Ganze ja ein bisschen ausgleichen, dass man eben nicht zu viel, dass es nicht zu viel des Guten ist, sagen wir es so, genau. Ein Spiegel darf nicht fehlen, diesmal zumindest in meiner Fachwerkmühle habe ich im Eingangsbereich keinen Spiegel platziert. Irgendwie habe ich es dann doch nicht hinbekommen oder nicht vergessen oder wie auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr. Hier gibt es diesmal einen Spiegel. Und genau, deswegen, dann können sich eure Sims dort ja ein bisschen hübsch machen, bevor sie das Haus verlassen und nochmal prüfen schauen, ob die Frisur auch sitzt. Ein schöner Teppichläufer darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch hier wieder ist gut die Möglichkeit, dass wir eben mit ein bisschen Kühle mit reinbringen. Das Ganze ist jetzt hier, ich hatte eigentlich erst gedacht, das wäre so ein etwas schöneres Grün. Aber tatsächlich ist es irgendwie so ein braun Schlammtonfarben. Also ist nicht so wichtig, dass es Kühle mit reinbringt, aber auf jeden Fall passt er für einen, ja, für letztendlich für einen Flur passt er auf jeden Fall, genau. Und ich habe mir jetzt gedacht, hier muss natürlich auch noch ein bisschen Deko hin. Wir sind ja im vorderen Bereich schon so ein bisschen in diesen asiatischen Bereich gegangen, beziehungsweise bei den Bildern vom Großstadtleben. Und die können wir dann eben auch sehr gut wieder auf diese Seite mit des Raumes benutzen. Und deswegen können wir auch hier ja so eine Rolle aus Großstadtleben ganz gut verwenden. Passt dann eben dazu. Und ja, Lampe auch passend. Nur eben die beim Spiegel. Die ist ein bisschen anders und das war auch gewollt so, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Weil man macht ja nicht 5 Wandlampen im Raum und macht alle gleich. Also alle 5 die gleichen Lampen, also glaube ich zumindest, ich weiß es gar nicht, sollte man eigentlich machen, oder nicht? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall, bei den Sims machen wir es so, genau. Ja, damit wir den Raum hier auch noch ein bisschen füllen, ein kleines Regalbrett mit ein paar Deko-Sachen dabei, die einfach so ein bisschen überall platziert werden, genau. Und dann ist im Großen und Ganzen das, der Eingangsbereich soweit schon eingerichtet und fertig. Bin da so ein bisschen geguckt, ob wir noch irgendwas noch an Deko-Sachen finden, die wir vielleicht irgendwie verwenden können für die Wand oder so.
Genau. Aber das wäre erstmal so der Eingangsbereich des Seaside-Hauses. Und ich wusste, dass irgendwann, irgendwo findet man immer noch ein bisschen was, was man platzieren kann. Ach je. Genau, aber jetzt, wie gesagt, die Beleuchtung davon. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Licht und das kann man ganz gut mit diesen, ja, mit den Deckenlampen so machen. Wenn wir die verkleinern, sieht man sie dann eben nicht ganz so stark und das ist auch ganz gut. Sie geben trotzdem Licht, aber sind eben ein bisschen verkleinert. Das passt eben. Sind sie nicht ganz so auffällig. Und hier war ja, wie gesagt, diese grüne Ecke geplant und da kommen jetzt noch die fehlenden Pflanzen mit rein. So, das wären dann so die kleine Blumenecke, so ein bisschen mit dort immer beigestellt. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Pflanze, die ich immer wieder gerne benutze, in diesem kleinen, ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Zeug ist, aber auf jeden Fall diesen Terrakotta-Topf da drin, passt sehr gut. Genau, und dann sind wir im Eingangsbereich soweit fertig und jetzt werde ich noch ein bisschen anfangen, hier den vorderen Bereich, den Eingangsbereich, aber vor der Tür draußen noch zu gestalten. Und da habe ich mir auch so ein bisschen was überlegt. Das soll so ein bisschen übernommen werden, der Bereich von innen mit nach draußen. Das fand ich ganz cool, dass wir das auch so machen können. Und ja, da werden an allen voran natürlich Pflanzen mit dort auch platziert und gerne auch so ein bisschen jetzt hier auch aus dem Waschtag-Accessoires so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, besondere Pflanzen, alternative Pflanzen, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber die schon ein bisschen anders aussehen. Anders sind ja jetzt diese Sukkulenten, die passen ja ganz gut dazu. Und eben auch der Stuhl aus Großstadtleben, den wir ja im Eingangsbereich schon haben, mit einer anderen Farbvariation, kommt jetzt hier in Blau mit rein. Und da können wir auch sehr gut eben, ja, die Pflanzen drauf platzieren. Ich habe es ja schon öfters erwähnt, dass die Sachen ab und zu mal schweben. Ne? Ihr seht ja jetzt hier der Pflanztopf, der schwebt. Es gibt ein Tutorial, was ich gesehen habe bei Twitter, beziehungsweise was dann auch weiter verlinkt wurde auf YouTube, dass man eben zum Beispiel diese, so einen kleinen Trick anwendet, dass man die Pflanzen auf einen Tisch stellt oder ein Regal stellt, was die gleiche Höhe, also die etwas niedriger ist als das, wo man es draufstellen will. Also hier sieht man ja auch, der Tisch ist etwas höher als das, als der Stuhl. Und wenn man das dann draufstellt und rüberzieht, dann ist das etwas näher, dann ist die Lücke dazwischen nicht ganz so groß, beziehungsweise verschwindet teilweise auch ganz. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das habe ich schon immer öfters erwähnt. Wenn man mit den STLG und 9 oder 0 die Objekte hochschiebt, dann ist da häufig so eine Luft dazwischen, eine Lücke. Und das kann man dadurch eben auch so ein bisschen ausgleichen, indem man ja eine Oberfläche nimmt, die ungefähr die gleiche Höhe hat wie das Objekt, wo man die Sachen draufstellen möchte. Dann stellt man das Objekt vorher auf diese Oberfläche drauf, lässt es sozusagen einrasten und verschiebt es dann auf das andere Objekt, wo man es gerne drauf haben möchte. So ist im Grundsatz dieses Tutorial oder dieser Tipp. Und mal gucken, dass ich ihn auch mal ein bisschen weiter ausprobieren werde, denn der scheint ganz cool zu sein und funktioniert eben auch. Und so können wir es eben so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ausgleichen, dass wir nicht ganz so eine hohe Lücke haben. Genau. Auf der gegenüberliegenden Seite, dort wo das Gästezimmer später mal sein soll, oder dieser kleine Gästeanbau ist es schon fast, wollte ich auch so ein bisschen was platzieren. Etwas rustikaler dazu. Und ich war wirklich am Suchen gerade, dass ich meine, ich hatte irgendwas im Kopf, dass es irgendwo Werkzeug gibt aus einer der Erweiterungen. Dass es irgendwo, ja, so ein bisschen was an Deko-Sachen mit Werkzeugen gibt.
Und ja, ich sehe jetzt hier gerade, das war so cool, sehe ich, dass aus Werde berühmt wir was hatten an Werkzeug. Aber im Spiel selber habe ich es damals, als ich es aufgenommen habe, habe ich es nicht gesehen, dieses dumme Werkzeug. Ich muss mal gucken, ob ich es vielleicht nicht doch nochmal finde und doch nochmal hin platziere. Ich wollte da ganz gerne, wie gesagt, Werkzeug drauf platzieren, dass es ein bisschen was Rustikales ist. Oder aber, was mir auch einfällt, wir haben ja auch so ein Objekt mit Gartenhandschuhen und Gartenkralle und sowas, Gartenschere, das wäre vielleicht auch ganz cool und passend dafür. Also ich muss noch mal gucken, dass ich da was Passendes wieder für finde. Ich habe es in dem Moment, wo ich es gebaut habe, nicht gefunden. Hat mich so ein bisschen wieder angefrustet, weil, wie gesagt, man weiß, es gibt irgendwas, aber man findet es einfach nicht. Und das ist häufig so ein bisschen das Problem, wenn man dann mal am Aufnehmen ist. Aber hier nochmal so ein bisschen was Holzrustikales. Zwar ein Rendier-Weihnachtsmotiv, aber das hängt einfach die ganze Zeit dort. Genau. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben den Eingangsbereich eingerichtet und eben so ein bisschen den Garten verschönert. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Lasst mir gerne Kommentare da, wie ihr es findet, was ihr verändert haben möchtet. Like, Abo, immer gerne gesehen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.